mein Tube's Captain Turnier. Oh yeah. An. Okay, schauen wir zuerst das Video an. Nein, ihr schaut euch nicht das Video an, wir nehmen schon auf. Hallo? Was macht ihr? Hilfe! Okay, dann mach ich das alleine. Hallo und The willkommen! Ey! 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 Hilfe! The Power Within! Hallo und willkommen zu Captain Turnier! Ich bin heute alleine! Alleine habe ich gesagt! Und wir gucken uns heute den Kampf zwischen mir mit meinem Skarmory an und Ale Balf mit seinem Poleon. Ja. Können wir das nochmal wiederholen? Nein. Ich muss sagen, ich finde, er hat ein bestimmtes Matchup in dem Kampf. Findest du das? Kannst du mir das erklären? Warum? Warum meinst du das? Ich lasse euch das einfach, ich lasse euch das so ein bisschen machen, weil ich meine, ich habe. Warum gewinnt Sumpex gegen dein ganzes Team aus der Pidgey? Er hat gegen alles immer irgendwo einen Switch in. So. Thunderous ist ein Problem. Talonflame wird nervig, wenn manche es schafft, das Heatran richtig zu chippen. Ja, richtig. Also, gegen Talon hat er Heatran. Gegen Thunderous hat er Purge. Ich weiß nicht, ob das gegen Thunderous hat er. Naja, Swampert, weiß nicht. Der hat halt. Okay, es hat der halt nichts. Ja, oh mein. Aber er könnte HPBS haben. Watch out. Oder auch Strauchler. Oh! Aber. Das habe ich auch gerade gesagt. Vielleicht wird er Strauchler. Das habe ich. Hör zu, Clever! Nee, ich bin das ist heute besonders schlimm mit dir. Nee, ich bin heute ein bisschen neben der Spur, weil ich bin abgelenkt. Okay. Immer von Dingen. Dann haben wir ein Pidgeot, das einigermaßen Vox sogar machen kann, bis auf Heatran. Und der Poyon. Aber erklär mir mal, warum hast du nicht Megapinsel mitgenommen? Weil ich mir kein Megapinsel gegent habe und ein ziemlich trauriger Mensch im Leben bin. Okay, also ich fasse zusammen, du bist scheiße. Ja, Pinsel ist halt so ein Skarmory. Ja, und Skarmory ist auch ein kleines Problem, aber Skarmory kann man handeln. Naja, wenn das Thunderous richtig gechippt wird und das halt einfach mit Zerfox und Life of Damage und alles, dann ja, verliert man gegen ganze Aeron. Kannst du mal wiederholen? Hast du gerade gesagt, ich verliere? Ja, gegen Skarmory. Arsch. Du hast Talonflame vielleicht, aber das kriegt man halt auch gehandelt mit Stealthworks. Ich hab allgemein, dein Team ist halt irgendwie scheiße gegen Stealthworks, jetzt mal ehrlich. Jetzt. Ja. Was machst du gegen Landorus? Ach, der hatte keinen Landorus, ja stimmt, das geht ja nicht. Aber trotzdem. Works sind halt einfach richtig nervig, vor allem wenn er Swampert mit Works hat, wobei das mega Swampert, egal. Wenn er Napoleon mit Works hat und Chuckaberry, dann ist sein Excadrill aber so von einem Arsch, ne? So wie es ist. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir schauen in den Kampf rein, oder? Okay, das können wir machen. Soll ich jetzt runterzählen? Ja. Okay, 3, 2, 1, los! Oh, ich hab, Ich hab vergessen zu drücken. Oh, das ist sehr witzig. Haha. Dankeschön. Auf jeden Fall, Alessio hat hier Panzer-Aeron und ich habe den Sturm, weil ich habe sehr kreative Namen in diesem Kampf. Das sind weniger Turns, als ich erwartet hätte. Echt? Ich sag nichts über die Anzahl der Turns. Das sind 50 Turns. Das hätte ein bisschen mehr. 50. 120. Übrigens, weil ich jetzt schon weiß. Weil ich jetzt schon weiß, dass in den Kommentaren stehen wird. Warum hat der denn nicht Tornadus mitgenommen? Weil Tornadus ein Hurricane misst. Ende. Oh. Schön. Ja, das ist halt schon mal ziemlich kacke für dich, ne? Ja, ein bisschen, ne? Warum gehst du in Talon? Warum ist Talonflame deine Antwort? Weil das Nutzloseste ist, was ich habe, im Gegensatz zum Rest. Ist das Vex? Nein, das ist Vex. Der hat einen Feuerfinger drin. Ja. Oh, stimmt. Der hat Antikra. Ja, genau. Scheiße, du hast einen Boost gemacht. Oh, Boost, los! Schade. Mein 3DS hängt. RIP Talonflame. Dann war's das wohl. Mein 3DS hängt. Ernsthaft jetzt? Ich sehe das Bild nicht mehr, nee. Ernsthaft? Ja. Lass nochmal neu machen. Okay. Dann pausiere ich kurz das Video und spule wieder hier hin. Bis gleich. Wir sind wieder hier. Wir mussten zweimal bis hierhin gucken, weil Glebber unfähig ist und auf Pause gedrückt hat. Aber für die, die Kampfkamera kennen, es gibt keinen Pauseknopf. Das hat Levis noch nicht gesehen, ne? Ja, der wirft seinen Telefilm ab. Cool, ne? Mein Tube! Alle anderen Mons waren wichtig!
Alle anderen Mons waren Talonflame wichtig. Talonflame war wichtig. Nein, Talonflame war nicht wichtig. Was macht Pidgeot? Pidgeot macht was, aber was macht Ferrothorn? Das ist die bessere Frage. Ferrothorn, das kommt in Swampert das rein, als einziges Mon. Ja, das ist schon ziemlich traurig, ne? Hast du auf Skarm in Thundurus gedoubled? Oh mein Gott, ich bin der Beste. Ja. Boah. How? How? Oh lol. Ich hab Focus Blast so gedrückt. Verdient, Alter, so weil ich mir sicher war, dass der rausgeht. Aber er ist drin geblieben. Skarm hätte tot sein können. Ja, nein, er hat Focus Blast gedrückt. Ja, ja, weil er einen Double. Oh, mach T-Ball, bitte. Oh, Stun. Oh, ja. Oh, so verdient. Also hast du Grassnot, ja? Nee. Der hat Nasty Plot. Macht jetzt Nasty Plot und stirbt durch Eispunch. Obviously. LOL! Was? LOL, mind you! Are you bad? Der drückt doch eh Rain Dance! Ich dachte mir, entweder der guckt, ob ich Grassnot hab und geht raus auf sein Heatran. Oder er drückt Rain Dance, weil er Rain Dance drückt. Warum geht er denn in Swampert in the first place? Ja, um zu gucken, ob ich Grassnot habe. Ja, oh, und dann geht er auf Thundurus und nee, auf Heatwin, um den Grassnot zu belegen und dann muss er wieder auf Sumpex gehen. Ja, also er hätte jetzt entweder 6-0 gegen Thundurus verloren oder gar nichts. Jetzt mal ehrlich. Ah, ich hab einen Ferrothorn. Ist alles okay, Glever. Ist alles okay. Er hat bestimmt Superpower. Pass auf. Schade. Leute, du scoutest für Superpower. Oder? Nee, der so? Typ geht doch sowieso hier raus. Superpower? Weiß nicht. Superpower macht doch nichts. Oh lol. Oh lol. Der gibt einfach kein Shit, ne? Ja. Der drückt einfach random Buttons und irgendwie. Und nochmal Waterfall, oder? Ja, Eisbunch wahrscheinlich. Wow. Also der Ferrothorn wird langsam down gechippt. Ja, ist aber das Swamp hätte da auch schon tot sein können. Ja. Das ist eine sehr traurige Situation, in der wir hier sind. Ja, ist nicht, okay. Und jetzt will er es doch saven. So, was zur Hölle? Was macht dieser Mensch? Ja, playt dich einfach. Alter, playt dich einfach die ganze Zeit. Also. Das ist halt echt so, holy shit. Ich glaube, der war einfach ultra high in dem Moment. So, als ob der mich jetzt angreift. Als ob. So. Guter Heatwave-Switcher, den du hast. Ja, finde ich auch. Ich mag deine Fire Resistance. meinst du Excadrill? Oder Ferrothorn? Oh nein, mein Typ, du bist so schlecht, ne? Gehst auf seinen Heatwave in deinen Pidgeot, was du wohl machen wirst. Oh nee, der bleibt drin? Och, komm schon. Was ist das denn? Er dachte wahrscheinlich, ich hab's aufgegeben. Was ist der? Ist der irgendwie Empoleon mit Faschewehre und Agilität? Ist das der Play? Hat der. Das Ding ist ja nicht da reingegangen? Nevermind. Naja, mal sehen. Oh, Kahn. Er dachte sich einfach so, hä, was will der machen? Boah! Leck mich am Zucker lieber, das der BAA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 
Ich dachte auf den Defog halt so Siegeswille und dann physisch mit. Nee, ich meine nur die Next Level Spikes. Weil die waren ziemlich Next Level. So. Guck mal, noch mehr Next Level Spikes. Der Defog doch jetzt einfach. Right? Und du hast den Weiz Siegeswille. Ja, Mann. Was bist du für Skarms, bitte? Du, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist 5 Monate her. Also ich wüsste das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Also ich kenne mein Team aus dem Campenturnier. Also ich glaube, es war Spedef. Du hast ja auch die ganze Zeit nur ein einziges Team gespielt, Clever. Ja. Weil das Team war auch gut. Manchmal. Guck mal, ein Swampert. Sieht doch noch Spaß aus, oder? Guck mal. Da, die Spikes haben sich gelohnt, die Next Level Spikes. Es kann es nicht mehr reinkommen. Wenn es nochmal reinkommt, stirbt es. Ist doch schön. Ja, und ich habe noch ein Thunderous. Aber gut, dass du Gravity in deinem Team hast, dann kriegt auch Skarmory ein bisschen Damage. Damit hast du ja natürlich gerechnet. Klar? Du hast Gravity und deswegen kriegt er das Skarmory jetzt auch. Ich hab ein Thunderous, das One-Hit alles mit T-Bolt. Ich muss halt nur einmal, eine Focus Blast hitten und dann One-Hit ich halt alles mit T-Bolt. Das war der Plan. Wenn ich die Focus Blast hitte. Hast du nicht HP Ice gehabt? Nein. Hä, hey, was bist du für ein Thunderous? Bist du Taunty Wave, oder was? Ich hab Sub-Nasty Plot, glaube ich. Gott, warum? Das Gute ist Auf was setupt sich das? Gegen Ground? Habt ihr schon gemerkt, wie ich es nochmal richtig hart weggechoked habe, weil ich mir dachte, ich brauche nicht in mein... Ich hab zwar Spikes gelegt, damit das beim Switchen stirbt, aber ich gehe trotzdem nicht in meinen Drill-Trick EQ, woraufhin ich alles mit T-Bolt killen könnte. Ich bin so ein richtiger Mongo. Weißt du? Scheiße. Du hast halt irgendwie fast jeden Turn gechoked. Weißt du, ich hab war erst im schlechten Matchup, hab's dann umgedreht und dachte mir dann so, ach, Gewinn brauche ich nicht. Und wär's nochmal zweimal weg. Ich hab's zweimal weggeworfen. Naja, im Endeffekt hätte ihr sowieso auf dein Excadrill ins Garm rausgehen müssen. Und du hättest trotzdem noch den F-Blast hitten müssen. Gegen Skarm hätte ich nur T-Bolt hitten müssen. Ja, aber... Na, wenn er Defog hat, hat wahrscheinlich Defog. Verdammt. Das war auch wieder so ein random Match, wie man es von Captain Turnier kennt. Wie ich finde. Ja. Hätte ich den einen Focus Blast gehittet, hätte ich gewonnen. Was nur mal anhören. Ganz auch lustig, wie sprachlos ihr beide immer wart. Ja, also. Ich habe mir vorher tatsächlich die ganze Zeit geredet. Ich wollte euch so ein bisschen reden lassen und Levis war halt empört. War ein bisschen verstört. Oh, das hat sich gereimt. Hört? Okay, wenn wir beim Reimen sind, dann würde ich sagen. Der Dichter, der kriegt dann's auf die Lichter. Das war's von uns für diesen Tag. Ich hoffe, dass ihr das Video Leute, mag. Stopp, Levis. Die haben noch nichts daraus gelernt. Wir haben noch keinen Lerneffekt. Okay. Also, Lehre für heute. Erste Sache, die man hätte besser machen. Team, weil er nicht weiß, wie Pokémon funktioniert. Die erste Sache, die ich hätte besser machen können. AP Ground gegen Magnezone drücken. Die zweite Sache, die ich hätte besser machen. Die erste Sache, die du tun könntest. Ein besseres Team mitbringen. Was nicht einfach die als Fire Resist ein Talonflame hat, was wahrscheinlich nicht mal Spedef ist. Aber gut. Ich glaube, das war ein offensives SD Talonflame. Du hast viel zu wenig Ground Resistance, wie ich finde. Du hattest viel zu wenig Ground Resistance, wie ich finde. Okay. Mhm. Sache, die er hätte besser machen können, Choice Guard, Heatran. Oh ja. Komm mit Counter. Naja, das kommt aufs Team an. Und dann also noch eine Sache, die er hätte besser machen können, ist also Empoleon in das HP Ground. Empoleon in das HP Ground Mega Pidgeot gehen anstelle von Magnezone. Also es hat funktioniert, aber nur weil ich inkompetent bin. Ah. Also die Lehre für heute, ist egal was ihr für Plays macht, wenn euer Gegner scheiße ist, gewinnt ihr trotzdem. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Haut raus. Hallo.